Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, heute möchte ich euch etwas Neues vorstellen. In den letzten Wochen und Monaten, da habe ich immer wieder in den Kommentaren Dinge zu lesen bekommen, wie mach doch mal was auf Patreon oder mach doch mal ein Spendenkonto auf oder irgendwie so etwas in dieser Richtung. Ich habe immer gesagt, das mache ich nicht und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich werde keine Spenden annehmen. Das hat einfach etwas mit meinem persönlichen Ehrgefühl zu tun. Ich habe mal Musik verkauft auf meiner Website, das ist etwas anderes. Da konnte man, wenn man wollte, 1 Euro pro Lied auf mein PayPal-Konto überweisen und dann haben einige es tatsächlich fertiggebracht, da 30 oder sogar 50 Euro zu überweisen. Ich habe mich da über diese tolle Anerkennung wirklich sehr gefreut und ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt. Aber diejenigen, die werden euch bestätigen können, dass ich das wieder zurücküberwiesen habe. Kurzum, Spenden ist nicht so mein Ding. Und wer mich hier auf YouTube unterstützen will, der weiß ja eigentlich, wie es geht. Aber ab und an, ihr kennt das von Mythenmetzger's Darkest, da drehe ich einen Film zusammen mit einer Produktionsfirma für TV- und Kinoproduktionen. Die laufen dann auf Amazon und die kann man sich dann dort kaufen. Aber dann kamen die Leute von dieser Produktionsfirma auf mich zu und die haben gesagt, hör mal, Mythenmetzger, du alter Mythenmetzger, mach doch mal einen Schritt nach vorne, so Mythenmetzger Next Level und dann machen wir ein Video in der Machart deiner Videos, wie du sie auf dem Kanal machst, nur dass wir das Ganze eben dann verfilmen, anstatt dass du nur Bilder zeigst. Ja, das fand ich mal eine Riesenidee und dann haben wir uns eine Geschichte ausgesucht, die alles beinhaltet, also so ein bisschen Crime und ein bisschen Mystery und das ist eine Geschichte, die ist tatsächlich passiert und die hat in den 90er Jahren in den USA für richtig viel Aufsehen gesorgt. Es gab damals Riesendiskussionen darüber, ob der Mann, dem das passiert ist, beziehungsweise der da so eine absolut unerklärliche Tat vollbracht hat, in irgendeiner Form fremdgesteuert gewesen sein könnte, Stichwort MK-Ultra, oder ob da Außerirdische im Spiel waren, denn zu dieser Zeit, als er diese Tat vollbracht hat, da gab es eine ganze Reihe von Sichtungen in dieser Gegend, oder wurde er von irgendjemand erpresst, das zu tun, und zum Schluss ist derjenige dann auch noch erst einmal verschwunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Es geht in diesem Film, wie gesagt, um das Verschwinden von Devin Miller und der verbringt davor noch eine sehr merkwürdige Tat. Und für die gibt es eben bis heute keine Erklärung. Das Gute bei so einem Film ist, dass man da auch mal Experten kontaktieren kann, so wie diesen Dr. Callum Cooper, der sich diesen Fall einmal genau angesehen hat. Dennoch bleibt alles sehr rätselhaft, was da damals passiert ist. Natürlich fallen bei der Erstellung eines solchen Films dann Kosten an. Ich denke, das dürfte jedem klar sein, deshalb kann man den auch nicht einfach so verschenken. Ich weiß, das ist unverschämt und ihr werdet in den Kommentaren auch wieder einige lesen, die sagen, der Mythenmetzger ist jetzt geldgeil und jetzt wird er kommerziell und wie kann er sich das wagen und der Kanal ist jetzt am Ende. Das alles hatten wir ja schon bei den Mythenmetzger Darkest Folgen und der Kanal ist immer noch da und wir sind 70.000 mehr. Diesen Film, den gibt es auch nicht bei Amazon, den gibt es auf unserer Website, da ist er eingebunden und gehostet ist er bei Vimeo. Und über die läuft dann auch die ganze Abrechnung. Und wir haben uns vorgenommen, euch diesmal richtig zu plündern und deshalb kostet dieser Film 99 Cent. Man kommt an eine Registrierung bei Vimeo einfach nicht drum herum, aber ihr wisst, wie es ist, mittlerweile muss man sich überall anmelden. Aber es gibt ja noch eine einfachere Lösung. Die Registrierung läuft folgendermaßen ab, ihr klickt hier oben auf Ausleihen und dann öffnet sich ein Fenster. Wenn ihr schon bei Vimeo seid, dann könnt ihr euch da einloggen oder euch hier oben mit E-Mail und Passwort und so weiter registrieren. Oder ihr nutzt die Anmeldung per Facebook-Account oder eurem Google-Account und dann seid ihr sofort drin. Wenn das getan ist, dann könnt ihr den Film ganz normal ausleihen. Bezahlen kann man mit PayPal oder eben mit Kreditkarte. So, das Ganze ist einfach ein erweitertes Angebot. Hier auf dem YouTube-Kanal wird sich dadurch überhaupt gar nichts ändern. Nichts, es geht weiter wie gewohnt. Das ist einfach nur ein zusätzliches Angebot. Das kann man annehmen, wenn man möchte. Und wenn nicht, dann macht man das eben nicht. Und da braucht man dann auch keine großen Diskussionen drüber zu führen. Das ist einfach nur ein Angebot. Den Link zu diesem Film, den findet ihr in der Videobeschreibung. Der führt dann zu unserer Website direkt dorthin. Es wird ab und an einmal solche Filme geben, die werden dann auch so um die 99 Cent in etwa kosten. Wer mag, der kann sich den Film gerne ansehen, es würde mich freuen. Wer nicht mag, hier geht ja alles weiter wie gewohnt. Ich sage erst einmal vielen Dank und für alle, ob man sich das jetzt ansieht oder nicht, wir sehen uns ja dann wahrscheinlich beim nächsten Video hier wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.